Ja, Luca Enfanger, mal Gratulation zu diesem 5-2-Sieg jetzt Chur gegen HC Düdingen-Puls. Wie hast du den Match erlebt? Ja, wir haben am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Wir haben jetzt halt auch 10 Tage Pause gehabt und dann ist es halt immer schwierig, zum ins Spiel reinzukommen. Das haben wir noch gesehen in den ersten 20 Minuten. Es war ein bisschen schwierig gewesen zum Spielen am Anfang. Und dann sind wir immer besser ins Spiel gekommen und sind Goal reingekommen und das letzte Drittel haben wir noch 20 Minuten solid hinten gespielt und ja, haben wir den Sieg noch über die Runde gebracht. Eben schwer ist das Spiel gestartet, nach dem ersten Drittel 1-2-1 unentschieden. Nachher du heute Abend mit dem Hattrick, Bestplayer-Wahl. Deine zwei Goals zum 2-2-1 und 3-2-1 wegweisend am heutigen Abend. Ja, es ist egal, schlussendlich wer Goal schießt. Es tut immer gut, wenn man mal einen Punkt machen kann. Aber ja, du, nach diesem Goal haben wir können weitermachen und sind in Führung geblieben und haben eben den Sieg heimgebracht schlussendlich und das ist das Ziel. Und ja. Das Einzige, was aktuell nicht läuft, ist auch unser Powerplay. Mit den vielen Möglichkeiten ungenutzt verstreichen, dafür das Boxplay eigentlich eines der besten. Ja, das Powerplay haben wir die ganze Saison ein bisschen Probleme zum Reinkommen. Ich weiß nicht, an was es liegt. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr schiessen und halt Drecksarbeit vor dem Goal machen. Und dann kommen die dann schon auch noch. Und ja, wir müssen dem jetzt halt schaffen und dann wird das sicher noch kommen. Jetzt nach der Niederlage in Basel, heute 2 Siege in Folge. Jetzt geht es weiter am Mittwoch beim EHC Bülach, ein Gegner, den man kennt. Wie geht ihr dort ins Spiel? Ja, jedes andere. Wir werden gewinnen und werden alles geben und dann kommt das auch gut. Wir haben sie schon geschlagen, wir wissen, was wir können und dann werden wir die 3 Punkte auch holen dort unten.